Hallo zusammen, schauen wir uns an, wie Ligrette funktioniert. Dieses Spiel spielt man mindestens zu zweit. Hierzu ist für den Auslegestapel 10 verdeckte Karten, die man heruntersortiert. Die oberste wird umgedreht und 5 Karten kommen offen in die Reihe. Bei bis zu 12 Personen funktioniert es genauso. 10 verdeckte Karten, die oberste wird umgedreht und 3 offene Karten in der Reihe. Beim Spiel ist es wichtig, dass jeder so schnell wie möglich alle seine Karten ablegen kann. Vor allem der Auslegestapel muss wegkommen, damit man fertig machen kann. Die Reihenfolge 1 bis 10 jeweils in der Farbe. Man legt ab vom Auslegestapel, von der Reihe oder natürlich auch von den Handkarten. Das Ganze so schnell wie möglich. Es ist egal, wie viel Stapel man beginnt. Es dürfen x-beliebig verschiedene Stapel angefangen werden. Die Handkarten. Bitte immer jeweils 3 Handkarten herunterzählen und umdrehen und auflegen. Die oberste Karte ist die maßgebliche. Wenn man die ablegen kann, dann bitte ablegen. Und sollte eine weitere erscheinen, die man ablegen kann, auch ablegen. Wichtig ist, so viele Karten in die Mitte bekommen, damit man Punkte sammeln kann. Wenn Reihenkarten abgelegt worden sind, dann bitte diese wieder durch die Karte vom Ablegestapel auffüllen. Sind die Handkarten durch, bitte wieder nehmen, kurz durchmischen und eben wieder beginnen, jeweils 3 Stück herunterzuzählen. Jetzt beginnt die Abrechnung. Der Handkartenstapel und die Reihenkartenstapel zählen nicht in die Bewertung mit rein. Also diese direkt wegpacken, denn diese werden nicht benötigt. Jetzt gilt es zusammenzuzählen. Bedeutet, alle Karten, die noch auf dem Stapel, auf dem Auslegestapel liegen, werden mit jeweils minus 2 Punkten pro Karte gewertet. Und alle Karten, die man in der Mitte positioniert hat, durch Herauslegen, jeweils mit einem Pluspunkt. Ja, und zum Schluss stellt sich raus, wer am meisten Punkte gemacht hat.